Hallo, meine Lieben. Und ich wünsche schon mal schöne frohe Weihnachten und schöne restlichen 2 Festtage. Ich hoffe, euer Weihnachtsmann war genauso fleißig wie meiner. Und wollte euch heute mal zeigen, was ich heute Schönes gekriegt habe. War relativ viel gewesen. Ich packe auch noch gleich von der lieben Sarah Sophie ein schönes Ü-Paket. Kann ich mal kurz zeigen. Mit euch zusammen aus. Das habe ich die Woche auch gekriegt, habe es noch nicht ausgepackt, weil es für mich eine kleine Überraschung sein sollte für Weihnachten. Auch noch original zu. Und zeige euch noch die restlichen Sachen von der lieben Jana, die mir im letzten Paket drin war, von meinem Adventspaket. Das war das 24. Türchen. Das packe ich mit euch auch noch aus. Und da fange ich jetzt einfach mal an mit den Sachen, die ich jetzt gekriegt habe. Einmal Badekristall Waldspaziergang war mit dem Paket von der lieben Jana drin gewesen, habe ich gekriegt. Dann habe ich ein Geschenkset von Bruno Banani gekriegt, einmal mit Parfüm und einmal mit Duschbad. Es geht immer. Da bin ich eigentlich relativ offen, was die Düfte angeht und kann man immer gebrauchen. Einmal das habe ich gekriegt. Dann habe ich einen neuen Rasierer gekriegt mit Everpack Rasierklingen. Also da komme ich auf alle Fälle relativ lange aus mit. Kann ich immer gebrauchen. Die gehen mir immer zur Neige. Einmal die Rasierklingen. Und dazu der neue Rasierer, den es jetzt gibt, mit dem beweglichen Kopf von Gillette. Ich habe noch den Gillette Body Rasierer und bin nicht mehr so zufrieden mit dem. Und da habe ich mir den gewünscht gehabt vom Weihnachtsmann und wurde mir auch erfüllt, der Wunsch. Und da bin ich sehr zufrieden mit. Bin gespannt, wie der ist. Den hatte ich noch nicht. Und mal gucken. Dann habe ich ein neues Topfset gekriegt, weil ja mein altes der Kratz war in drinne. Einmal diesen hier, den großen, mit schönen Kupferoptik. Sieht doch relativ edel aus. In drin auch relativ alles edel. Also der hält auf alle Fälle jetzt eine ganz schöne lange Zeit. Dann einmal den noch, der größere. Und zu guter Letzt der kleine. 3 Stück. Da komme ich auf alle Fälle lange mit aus. Und ja, schön. Hab mich gefreut. Werde ich meine alten Töpfe wegschmeißen. Dann habe ich ein großes Glas gekriegt von Go Squeak. Einmal der Salted Caramel Cupcake, den ich mir mal kaufen wollte, wo ich von den Clamshell habe. Und es ist gut, dass ich mir nichts gekauft habe. Und da habe ich mich riesig drüber gefreut. Das Label sieht da total geil aus. Schöner Cupcake mit Karamellsoße, Schokostern oben dran. Und hat 2 Dochtkerze. Riecht jetzt relativ gut im Saft. Man riecht definitiv das Karamell raus. Den Salz aber nicht so extrem. Und die purige Note, also das Cupcake, ist auf alle Fälle schöner Duft. Für mich alte Foodie-Nase sowieso. Und freue ich mich. Jetzt habe ich insgesamt 19 Kerzen. Aber jetzt will ich erstmal keine mehr haben. Jetzt habe ich erstmal genug zum Verdüfteln. Und ja. Freue ich mich. Stellen wir mal runter. Dann habe ich noch 3 Clamshells gekriegt von der Go Squeak Serie oder Firma, nicht Serie. Da habe ich mich auch riesig gefreut. Einmal den Sommer Slices, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist schon mehr so ein sommerlicher Duft nach Früchten, nehme ich mal an. Eine schöne Wachsfarbe. Ja. Man riecht total die Erdbeere raus. Das riecht richtig wie so eine Fruchtbrause. Nach verschiedenen Früchten. Also jetzt keine besonders, die ich jetzt rausrieche, außer die Erdbeere. Spritzelt also ein bisschen in der Nase, habe ich so das Gefühl. Ein sehr interessanter Duft. Ich bin echt gespannt, wie der in der Duftlampe wirkt. Wer den schon mal hatte, kann mir gerne mal schreiben. Ich hatte den noch nicht, das ist mein erster. Den habe ich gekriegt.
Dann habe ich den Brown Butter Pistachio gekriegt. Das ist ja auch ein Klassiker. Und da wollte ich schon immer mal wissen, wie der so riecht, weil ich auf ein großes Glas spekuliert hatte damals. Und muss sagen, der riecht richtig geil. Also die Pistazie, total. Hat so eine leicht kurige Note, buttrige Note. Also riecht sehr stark, intensiv. Bin ich echt gespannt, ist ja auch ein Klassiker. Und bin ich Maries extrem gespannt, ob ich mir vielleicht doch mal ein Glas hole von dem Duft. Mal gucken. Werde ich sehen. Und der letzte von den dreien ist der French Toast. Ist auch ein Klassiker. Soll so ein bisschen nach Toastbrot und nach Ahornsirup riechen. Ist auch wieder schönes Wachs. Und ja, da riecht den Toast raus. Den Ahornsirup riecht süß, klebrig, sehr intensiv. Bin ich auch sehr gespannt. Also auch wieder der Weihnachtsmann alles richtig gemacht. Steht's auf dem Kopf. Jetzt. Die alte Foodie-Nase. Das habe ich auch gekriegt. Dann habe ich noch einen Sampler von Yengi gekriegt, den Christmas Garland. Den werde ich jetzt noch die Feiertage in die Lampe schmeißen. Teile ja immer die Sampler, wenn ich mal welche kriege. Entferne den dort hier oben und unten den und schmeiße den in die Duftlampe, die elektronische. Da rieche ich mehr als wie wenn ich das Motiv normal anmache. Und den hatte ich auch noch nicht gehabt. Und Christmas Garland riecht sehr frisch. Nach Tanne, nach frischer Waldluft, Tannenwaldduft. Riecht ein bisschen nach Badezusatz, geht es in die Richtung, aber es ist noch an der Grenze da dran. Also, es riecht jetzt nicht schlecht oder so. Also, für die Weihnachtszeit, Winterzeit ist das der ideale Duft. Ist, glaube ich, auch ein Klassiker. Ich hatte ihn noch nie gehabt. Ist jetzt mein erster Duft von dem. Und ja. Bin ich gespannt. Dann habe ich ja, wie ich vorhin gesagt hatte, die zwei Geschenkboxen gekriegt von der lieben Jana. Und in den Geschenkboxen sind auch ganz viele Duftis drin. Die packe ich jetzt mit euch zusammen aus. Da fange ich jetzt einfach mal an mit den Apple Butter Pie von der Firma CVTKR. Ich weiß nicht, wie die heißen, was das heißen soll, die Firma, keine Ahnung. Das ist nämlich mal eine Abkürzung. Könnt mir es gerne mal schreiben, wenn ihr es wisst. Ist ein relativ großes Wachs, Wachsblock, oder? Ja. Ja, mache ich die Butter. Auf alle Fälle, die Butter. Den Apfel, so im Nachgang. Ich meine auch ein bisschen Honig raus zu riechen. Ein sehr schöner Herbstduft. Werde ich auf alle Fälle noch in die Lampe schmeißen. Jetzt in den Feiertagen. Bin ich sehr gespannt. Apple Butter Pie. Dann geht es weiter mit Country Fair Strudel. Auch von der gleichen Firma. Der riecht süß, gewürzig, könnte, naja, kuchig auch, aber eher schwach. Es kommen mehr die Süße und mehr die Gewürze durch. Aber ich könnte mir nichts weiter jetzt drunter vorstellen. Sehr interessanter Duft. Werde ich sehen, wie dann der Duftlampe sich macht. Auf alle Fälle eine schöne Duftkombi. Na, das kriege ich. Die Tüte nicht zu. Jetzt bin ich gespannt. Dann geht's weiter mit Red Macintosh Apple Type Vanilla Bean Noel von Swift My Thoughts.
Bin ich auch mal gespannt, von der Firma hatte ich schon mal im Tauschpaket ein paar Sachen gehabt. Sind auch sehr intensiv, die Düfte. So einen ähnlichen Duft hatte ich schon mal mit Macintosh, also mit roten Apfel. Ja, und der riecht total nach Apfel. Roten, knackigen Apfel. Leicht vanillige Note, aber man riecht hauptsächlich den Apfel. Aber sehr interessant. Sehr zu empfehlen, jedenfalls kalt geschnuppert. Warm werde ich ihn auf alle Fälle noch testen. Dann haben wir noch zwei Gratisproben von Blue Moon. Einmal den Dark Kisses Egyptian Musk und einmal den Smoke Eliminator. Und der Egyptian Musk riecht nach. Schön Frauenparfüm, zart, pudrig, eine leichte Süße. Ja, können jetzt nicht sagen, wann da was da noch riecht. Bei den pudrigen Düften bin ich immer relativ schlecht beim Beschreiben. Liebe Jana, kann sie mir ja gerne mal schreiben, nach was der riechen soll. Und der Smoke Eliminator riecht nach, bin mal gespannt. Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Hat was Grünes, riecht auch pudrig, parfümig. Könnte ich mir auch Männerparfüm drunter vorstellen. Der ist sehr schwer zu beschreiben. Der hat irgendwas Grünes, aber mehr kann ich jetzt zu dem Duft nicht sagen. Muss ich sehen, wenn ich ihn warm habe, was der riechen könnte. Smoke Eliminator. Und dann einmal den Airwick Life Sense Duftwachs. Winterlicher Zimtraum. Ach so, das ist von den Airwick. Stimmt. Die machen ja jetzt auch so Duftblöcke, Airwick. Ist auch relativ neu. Hatte ich auch noch nie gehabt von Airwick. Solche Duftblöcke. Bin ich mal gespannt, wie stark die sind. Ja, riecht sehr zimtig. Riecht wie so winterlicher Tee. Wie so Wintertee. Gewürzig, leicht fruchtig. Bin ich echt gespannt. Von Airwick hatte ich noch gar keine gehabt. Die sind ja erst relativ neu. Ich glaube, seit diesem Jahr bin ich echt mal gespannt, wie diese dufteln. So, das war die erste kleine Box, die ich gekriegt habe. Machen wir wieder zu. Die Schächtelchen hebe ich mir auf alle Fälle auf. Die kann ich mal wieder weiter verschicken, wenn ich mal Tauschpakete, Ü-Pakete mache. Und die zweite Box, auch voll mit Duftis. Da haben wir einmal den Baked Apple. Auch mit zwei riesengroßen, wie so Kugelhupfer. Der riecht nach grünem Apfel. Ja, ich rieche eigentlich nur den Apfel raus. Riecht jetzt nicht so intensiv. Bin ich mal gespannt. Ist auch eine schöne Form. Bin ich mal gespannt, wie der ist. Und der Duftlampe kann ich jetzt im Moment noch nicht so gar so viel dazu sagen. Also, dass es nach grünem Apfel riecht. Bin ich mal gespannt. Und einmal den Apple Cinnamon Butter Bricklit Pie Crust von Swift My Tarts. Ist ein Riesending. Riesen Boxblock. Bin ich auch mal gespannt, was der riechen soll. Ist ja ein riesen Block. Werde ich auf alle Fälle teilen. Habe ich zweimal was davon. Der riecht apfelig,
Zimtig, das stimmt. Aber mehr rieche ich im Moment nicht raus. Also es abfällig und zimtig riecht, also absoluter Winterduft, Weihnachtsduft. Bin ich echt gespannt. Also ganz viele Apfeldüfte diesmal dabei. Da freue ich mich drauf, die zu düfteln. Und der letzte, der mit drin war, dann ist das auch fertig, ist der Mac Apple Cinnamon Vanilla Birthday von Sassy Girl. Oder Sassy Girl. Kenne ich zum Beispiel auch noch nicht die Marke. Hatte ich glaube jetzt einmal im Tauschpaket gehabt. Ist so ein ja, durchwachsener, ja, sagt man dazu. Duftblock. Echt auch wieder apfelig. Nach roten Apfel. Eine leicht zimtige Note. So ein bisschen wie der vorhergehende. Aber Vanille rieche ich jetzt leider nicht raus. Macht aber gar nichts. Vanille riecht ja auch, glaube ich, nicht so intensiv. So. Das war mein Weihnachtsgeschenk von der lieben Jana. Machen wir noch schnell zu. Ist das auch fertig? Geht's weiter? Und zwar habe ich noch 7 Daylights gekriegt von Country Candle. Da bin ich sehr überrascht gewesen, weil ich hätte die mir sonst selber geholt, weil ich total gehypt bin auf Country Candle. Ist ja auch eine neue Marke von Yankee Gründer. Habe ich auch noch zu Weihnachten bekommen, also heute. Und da fange ich einfach mal an mit dem Duft Grey. Den gibt es auch von. Ist mir bei der Sonne gefallen. Den gibt es auch von Kringle Candle. Und das sind sie alle total gehypt von. Das sind so riesengroße Teelichter. Ich werde es aber nicht als Teelichter verwenden. Ich klatsche die mit in die elektrische Duftlampe mit rein. Und Quay riecht nach. Mann. Total nach Männerparfüm, nach edlen Mann. Nach edlem Parfüm. Ja, riecht sehr intensiv. Kann es jetzt aber nicht beschreiben, nach was es riecht. Eben bei sehr parfümig, sehr männlich. Wenn so mein Parfüm riechen würde, würde ich es mal kaufen, auf alle Fälle. Riecht sehr intensiv, sehr schön. Bin ich echt mal gespannt. Die Daylights hatte ich noch nicht. Bin ich echt mal gespannt, wie diese sind in der Duftabgabe. Quay, ist aber auch ein Klassiker. Dann hatte ich einmal den Flanell gehabt oder bekommen. Kann ich überhaupt nicht jetzt sagen, aber was der riecht, sind alle so weiße Teelichter mit weißem Wachs. Und der riecht sehr schön, der riecht wirklich nach Weichspüler, nach Waschmittel. Nach schönem Waschmittel. Ja. Würde ich sogar bald behaupten, riecht besser wie Soft Blanket, weil Soft Blanket ist eigentlich auch mein Lieblingsduft von den Yankees. Und wenn der so riecht, wie er kalt riecht, wird das auf alle Fälle die Ablöse werden. Den habe ich gekriegt. Dann habe ich noch den Peanut Noir, wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe, gekriegt. Mit einem Rotweinglas drauf. Und der riecht nach bärig, fruchtig. Süß, riecht jetzt nicht nach Rotwein, riecht mehr nach so Traubensaft, dunklen Traubensaft. Riecht sehr interessant. Wäre absolut was für den Sommer, für den Frühling. Bin ich echt mal gespannt, wie denn nach was der riecht. Ob der auch so riecht wie im Warmen. Bin ich gespannt. Wie im Kalten. Quatsch. Dann geht's weiter mit Blaubeer-Muffin. Das ist ja auch ein Klassiker. Den gibt es auch von jeder Firma.
Den gibt es auch von Yengi. Von Yengi kenne ich ihn aber klar, aber nee, kenne ich ihn noch nicht. Da bin ich mal gespannt, wie der riecht. Nach Teig. Nach Blaubeer. Entschuldigung, sage ich mal kurz genießt. Riecht jetzt nicht so intensiv wie die vorhergehenden. Ich rieche auch mehr den Teig raus. Bin ich gespannt, wie der sich in der Duftlampe macht. Blaubeermuffin. Dann habe ich einmal den Vanilla Orchid gekriegt. Das ist ja auch ein Klassiker. Den mögen ja auch extrem viele. Soll sehr intensiv riechen. Schön vanillig und nach Orchidee. Hält sich auch so die Waage. Also ich rieche beides gleich stark raus. Die mag ja die liebe Sarah Sophie so gerne, kriegt bloß Kopfschmerzen davon. Aber ich bin mal gespannt, wie der ist. Das soll sehr stark riechen. Ich bin echt mal gespannt. Vanille Orchid. Dann geht's weiter mit Hot Chocolate. Ist auch ein Klassiker. Ist jetzt gerade für die Winterzeit, Herbstzeit, wäre das ideal. Heiße Schokolade. Ja, und der riecht so fantastisch geil. Total authentisch, wie ob ich wirklich heiße Schokolade trinken würde. Schokoladig, sahnig. Riecht auch ein bisschen warm, hat irgendwas Warmes an sich. Ja, total geil. Also das ist bis jetzt der Beste von den Country Daylights. Also wenn der so riecht, wie er kalt riecht, werde ich mir davon auf alle Fälle ein Glas holen. Hot Chocolate. Und der letzte ist der Coconut Colada. Den ähnlichen gibt es ja auch von Yengi. Da ist der Bahama Breeze. Hatte ich auch schon gehabt. Aber mir hat er jetzt nicht so zugesagt, muss ich sagen. Und Bahama Breeze ist ja auch ein Klassiker. Quatsch. Coconut Colada. Riecht total authentisch nach Pina Colada. Sommerlich, ananasmäßig, kokosnussmäßig, Kokosnussmilch. Das ist bis jetzt der authentischste Pina Colada-Duft, den ich kenne. Ich hatte den schon von Sensi gehabt, von Yengi gehabt. Ich glaube, Quingle, Kendall hat leider auch einen, das weiß ich jetzt gar nicht. Bin ich echt gespannt, wie der sich macht in der Lampe. Könnte vielleicht mein Sommerduft werden 2018, bin ich mal gespannt. Coconut Colada. So, das waren fast meine ganzen Geschenke. Kommen wir jetzt zu den Überpaket von der lieben Sarah, was ich mit euch zusammen auspacken will. Das mache ich jetzt einmal mal auf. Wo habe ich jetzt meine Schere? Ach ja. Ich bin extrem gespannt drauf. Was die liebe Sarah Sophie mir so reingetan hat. Und da grinst mich schon eine Karte an. Oh, total süß verpackt. Mit einer schönen Karte drinne. Total süß. Sieht fast aus wie selber gemacht. Die Karte glitzert auch schön. Merry Christmas, ich lese mal kurz. Danke, liebe Sarah, kann ich nur zurückgeben. Ich wünsche dir auch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bleib auch so, wie du bist. Denn wir kleinen Duftnasen müssen zusammenhalten und es gibt ja leider nicht so viel, vor allem die, die Videos drehen. Und ja,
Sag schon mal danke für die Karte. Bekommt auf alle Fälle einen Ehrenplatz von mir. Freue mich schon alleine nur über die Karte. Ach, du grüner Gott. Sarah. Du bist so verrückt. Hammerhart. Krass. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich anfange. Hole ich erstmal die paar Goodies raus. Da habe ich zweimal von Wohlfühlmomente. Einmal der Marzipan Hazelnut Cinnamon Dusk. Und einmal den Sugar Plum. Den gibt es ja auch von Sensi. Gezuckerte Pflaumen. Da bin ich mal gespannt, wie die riechen. Wieder eine schöne Form. Oh, das riecht gut. Fruchtig nach Pflaume, nach Zucker. Der riecht sehr intensiv. Bin ich echt mal gespannt. Also der kalt geschnuppert. Schön. Das ist schon ewig her, wo ich mal da bestellt habe bei Würfel Memende, bei Doris Duftstübchen. Zuckerblank. Dann geht es mit den Marzipan Hazelnut weiter. Bin ich mal gespannt, wie der riecht. Auch aus süßer Form, so ein Teddy. Sieht man jetzt nicht so richtig. Oh, auch der riecht sehr gut. Nach Marzipan. Total authentisch. Eine Haselnuss. Nach Zimt. Auch der riecht sehr interessant. Sehr intensiv. Auch absoluter Weihnachtsduft. Bin ich gespannt. So, hoch. Da habe ich die Karte runtergeschmissen. Dann geht es weiter. Oh, mit dem Tee. Okay. Zimtschnecke mit Frischkäseglasur. Frische Zimtschnecke, Gebäck. Okay. Zutaten: schwarzer Tee, Ananaswürfel, Zimtstücke, Zuckerkristalle. Zupöl, ja, Zimtstange, Aroma. Da bin ich mal gespannt. Kenne ich noch gar nicht. Ich glaube, das ist Teewicht, glaube ich. Da schwärmt immer die liebe Jana von. Bin ich echt gespannt. Wie gesagt, von Teewicht hatte ich noch nie was gehabt. Huch. Bin ich echt mal gespannt, wie der schmeckt. Ach, so sieht ja niedlich aus. Da drinnen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ne, sieht doch jetzt schlecht. Oh, er riecht aber sehr schön. Bin ich echt mal gespannt, wie der schmeckt. Ja, Zimtschnecke könnte ich rausriechen. Bin ich echt mal gespannt. Den werde ich mir auf alle Fälle schmecken lassen. Nicht nur gucken, wie der hier wieder zugeht. Teewicht habe ich an nie irgendwas gehabt. Haben wir hier, glaube ich, auch gar nicht in der Ecke hier. Auf alle Fälle sage ich schon mal extrem großes Dankeschön. Die freuen mich ja immer über Ü-Pakete und Weihnachtspakete und Tauschpakete. Und die werde ich mir auf alle Fälle schmecken lassen. Dann geht's weiter mit Twizzle Moon, die Firma kenne ich. Da habe ich mal Duschbäder gehabt davon. Das ist auch eine kleine Duschcreme. Und es riecht nach Cinnamon Nights. So Pröbchen. Und ich bin ja sowieso Duschfan. Ich dusche mich ja öfters am Tag. Habe einen sehr hohen Verbrauch, duschgelmäßig. Und es riecht wirklich nach Zimt. Bin ich echt mal gespannt, wenn ich werde mich auf alle Fälle gleich duschen dann damit. Freue ich mich schon drauf. Dann geht's weiter mit einem Balea. Ach, Handschaum, okay. Cake Pop, sanfte Pflegecreme für zarte Hände mit Mandelduft. War auch mit Paket. Jetzt nehme ich mal an, so ja, eine Handseife wird das sein, gehe ich mal von aus. Hatte ich auch noch nicht gehabt.
Werde ich jetzt nicht verwenden, hebe ich mir noch auf. Kann ich jetzt auch nicht viel riechen. Sage ich schon mal danke. Bin ja sowieso so eine kleine Duschfee. So, dann geht's weiter mit einem Pharmaine, ein Deo-Spray. 48 Stunden Schutz an die Flecken Deo Body Spray war auch im Mitpaket. Werde ich mal testen. Na, das kriege ich jetzt nicht auf. Ne, so mal, geht doch gar nicht. Ach jetzt. Nee, immer noch nicht. Da muss ich erstmal gucken, wie das geht hier. Irgendwie. Ah, jetzt haben wir es. Ja, ruhig schön, männlich, süß. Freue ich mich. Werde ich auf alle Fälle mit auf Arbeit nehmen. Zum Eindieseln. Freue ich mich. Dankeschön. Ruhig klasse. Dann habe ich von Wohlfühlmomente. Handmelz, Fusion Herz oder so. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das war auch noch mit dem Paket. Machen wir auch mal auf. Das hatte ich schon ewig her, wo ich mal bei Doris Duftstübchen bestellt habe. Da macht er auch mal schöne Sachen. Oh, guckt euch mal die Form an. Total schön. Das sind, glaube ich, auch drei verschiedene Formen. Ja. Drei verschiedene Blumenformen. Der riecht auch schön. Auch wieder so richtiges, könnte so Duschbad sein. Putriges, feminines. Duschgel. Ja. Riecht sehr interessant. Bin ich echt mal gespannt, wie der sich so macht in der Lampe. Fürs Herz. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich gehe mal davon aus. Das war auch noch mit dem Paket. Dann war auch noch mal von ein kleines Duftpröbchen. Von Doris Duftstübchen. Einmal der Orange Clove. Keine Ahnung. Aber wieder was Fruchtiges. Aber wieder so eine kleine Waffelform. Oh, okay. Man riecht die Orange, aber mehr die Orangenschalen. Hat auch was Putrig, was Teigmäßiges irgendwie, aber sehr schwer zu beschreiben, der Duft. Jedenfalls riecht die Orange raus und noch irgendein Gewürz und eine leichte Teignote. Ist sehr schwer zu beschreiben, der Duft. Und von Eislauer, da habe ich auch schon ewig nicht mehr bestellt, der Haselnuss-Sahne-Eiskaffee. Habe ich auch schon ewig nicht mehr bestellt gehabt bei Eislauer. Ja, das kann ich überall bestellen. Ist immer, wie gesagt, sehr teures Hobby. Oh ja. Haselnuss riecht, also Haselnuss riecht man total raus. Hat auch was Kakaomäßiges irgendwie. Eiskaffee, ja, stimmt. Kommt so im Hintergrund. So eine Mischung zwischen Haselnuss, Eiskaffee und ein bisschen Schoko. Sehr interessant. Also der riecht sehr schön. Klasse. Freue ich mich. Haselnuss-Sahne Eiskaffee. So, jetzt ist noch was Großes im Paket. Bin ich mal gespannt. Ah, Sarah, bist du denn verrückt? Krass.
hat sie mir Glas von Bath & Body Works reingetan. Hammer. Sogar unangezündet. Dreidochtkerze, ich glaube, die nehmen auch Paraffinwachs. White Gardenia, bin ich mal gespannt. Oh, der riecht schön. Schön blumig nach Gardenien. Absoluter Frühlingsduft, definitiv. Oh, total geil. Ich bin ja zwar nicht so Blumenfan, aber der ist schön. Bin ich echt mal gespannt. Auch schönes Wachs, so schönes flitterfarbenes Wachs. Hier sieht man es jetzt nicht so richtig. Sarah, 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 Mensch, da hast du mir aber ein Riesenpaket gemacht. Da freue ich mich am allermeisten drüber. White Gardenia von Bath & Body Works. Oben sieht man es ein bisschen. Ein Schriftzug. So, das waren meine Geschenke, die ich jetzt zu Weihnachten gekriegt habe. Ich sage schon mal herzlichen Dank an Jana, an Sarah Sophie, an meinen Weihnachtsmänner, Weihnachtsfrauen, die mir das alles geschenkt haben. Bin total sprachlos, also habe ich mich überhaupt nicht gerechnet mit, dass ich so viel kriege zu Weihnachten. Und ja, wie gesagt, der 24. geht jetzt bald zu Ende. Jetzt haben wir noch den ersten und zweiten Feiertag, da muss ich leider wieder arbeiten, leider. Aber macht gar nichts, sind ja nur 3 Tage zum Glück, dann ist ja wieder Wochenende und dann schon Silvester. Dann ist das Jahr auch schon bald wieder um. Ich hoffe, bei euch war der Weihnachtsmann auch relativ fleißig gewesen. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr alles so gekriegt habt. Würde mich auch mal sehr interessieren, vor allem auch duftige Sachen. Da bin ich auch sehr offen. Würde mich auch mal interessieren, was ihr so kriegt zu Weihnachten. Da wünsche ich euch noch einen restlichen schönen 24. Dezember. Restliche schöne Feiertage. Feiert schön mit eurer Familie, Freunde, Family. Ich mach's auch. Bin jetzt auch erst vor einer halben Stunde heimgekommen und habe jetzt mich gleich dran gesetzt, das Video gedreht und ja. Ein Däumchen nach oben würde ich mich wie immer freuen. Abo auf alle Fälle auch. Und das sage ich jetzt schon mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.